Und auf Wonderlands freue ich mich auch schon und da habe ich Bock drauf und das werde ich auch reviewen, beziehungsweise ich werde dazu auch komplett erklärt machen. Und nach knapp 2 Jahren bin ich euch wohl dieses komplett erklärt nun endlich schuldig. Ich wollte dieses komplett erklärt schon zur Anfangszeit von Wonderlands machen und ich habe auch extra geguckt, ob ich es gemacht habe. Ich habe es anscheinend nicht gemacht, denn ich habe mir gedacht, nee, das macht vielleicht noch gar keinen Sinn so am Anfang des Spiels und jetzt, wo es in PS Plus kommt, macht das natürlich am meisten Sinn. Denn jeder, der PS Plus extra hat, kann dieses Spiel endlich auch selber spielen und es ist halt auch eigentlich ein gutes Spiel, aber wie auch schon zu dem Tiny Tinas Sturmfestung auf Oldenburg, ihr wisst Bescheid, dieses eine komische DLC-Spiel da, muss ich hier auch Kritik äußern und das als Borderlands-Fan seit Teil 1 sogar. Ich habe nämlich gemerkt, bei Wonderlands sind es ein bisschen, naja, abgedriftet, was den Lootpool so angeht. Also ich habe sehr, sehr oft das Problem gehabt, dass zum Beispiel mein Inventar komplett voll ist, ohne dass ich irgendwie viel gesammelt habe, dachte ich zumindest. Also anscheinend ist das Inventar von einem selber sehr klein. Hier seht ihr jetzt natürlich Gameplay, wo das Inventar nicht mehr so klein ist, weil wenn man sich mit Iridium, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, ne, sich Inventarplätze kauft, hat jeder Charakter diese Inventarplätze und nicht nur der erste, den man gespielt hat. Und deswegen habe ich jetzt mittlerweile ein größeres Inventar und das würde ich auch jedem von euch raten, denn es ist wirklich, wirklich sehr, sehr klein am Anfang und man muss sehr oft immer zum Automaten rennen. Und hier ist nämlich schon das Problem, das allererste Problem, es gibt nicht so viele Automaten in dem Spiel, wo man Sachen verkaufen kann. Klar, es gibt ein riesiges Hub, aber da immer wieder zurückzugehen, nur um zu verkaufen, ist ein bisschen lame, denn man hat auch relativ rare Speicherpunkte innerhalb eines Levels und das finde ich ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob die das jetzt schon geändert haben, ich habe das Spiel ja zu Release gespielt, jetzt spiele ich das auch gerade wieder so ein bisschen, aber ich habe da, was das angeht, bisher noch keine Änderung gesehen, aber vielleicht habe ich einfach noch nicht weit genug gespielt. Auf jeden Fall fand ich das ein bisschen schade damals, dass es wirklich viel zu wenige Automaten gab, als dass man immer wieder verkaufen gehen konnte. Und ich bin jemand, der nimmt gerne alles mit, alles, was so mindestens grün ist, gerade zu Anfang. Und das war schon echt viel teilweise. Also das mussten sie einfach mal irgendwann ändern. Und ich hoffe, das haben sie jetzt auch getan, wenn ihr das Spiel spielt. Was ich auch ein bisschen komisch finde, am Anfang vom Spiel findet man relativ viele Munitionskisten. Man hat aber noch keine Waffe. Und da frage ich mich, warum ist das eigentlich so? Warum findet man Munitionskisten mit Shotgun-Muni, mit Pistolen-Munition, SMG-Munition und so weiter und so fort? Warum findet man davon so viel, wenn man am Anfang noch nicht mal eine Schusswaffe hat? Und die erste Waffe, die man kriegt, ist eine Nahkampfwaffe. Das ist auch so eine Sache, die habe ich nicht so verstanden. Das fühlt sich immer so ein bisschen falsch an, dann zu looten. Man weiß eh, okay, da kommt dann Munition raus, aber die kann ich eh nicht einsammeln. Und man findet auch als erstes halt eine, die halt, glaube ich, Pistolen-Munition schluckt. Das ist eine Armbrust. Und warum gibt es dann nicht nur so eine Munitionskiste? Ist ein bisschen komisches Game Design, aber an sich muss ich sagen, finde ich trotzdem, dass Wonderlands sehr viel positive Sachen hat. Der Humor ist wieder 1A, sogar jetzt, wo es im Dungeons and Dragons Universum quasi spielt, also wo sie selber so ein Pen and Paper spielen, ist es halt ziemlich cool und macht noch mehr Sinn, dieser ganze Humor. Dann ist die Waffenauswahl relativ okay bisher. Geht besser. Ich finde es ein bisschen schade, dass es zu viele Schusswaffen gibt und nicht so viel krasse Magie oder krassere Nahkampf-Action. Denn der Nahkampf beschränkt sich wirklich nur auf einmal antippen und du schwingst deine Waffe und es gibt halt sehr viele Nahkampfwaffen. Also hätten sie da auch ein bisschen ausbessern können. Aber an sich muss ich sagen, ist es trotzdem ein gutes Spiel, wenn man zu zweit oder zu dritt einen Loot-Shooter spielen möchte. Und jetzt geht's aber los mit dem komplett erklärt. Das war nun mal die Kritik am Anfang. Anders als zum Beispiel in Borderlands können wir hier in Wonderlands tatsächlich unseren komplett eigenen Charakter erstellen. Das geht von Rüstung bis zu Gesicht, irgendwelche Merkmale im Gesicht und auch das Geschlecht natürlich. Deswegen steht hier auch nicht Kilomant, sondern Kilomantin. Ja, das Spiel ist zur Zeit rausgekommen, wo Gender noch irgendwie eine Option angeblich war. Es ist keine, by the way, finde ich persönlich. Also da hätte Kilomant stehen können oder mit einem Schrägstrich Kilomant, Kilomantin. Kilomantin. Aber ist ja auch jetzt nicht so wichtig, ne? Das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Das hier ist ein Assassine, ne? Steht ja da auch alles mit Fokus auf kritische Treffer. Habe ich noch nicht gespielt, kann ich noch nicht einschätzen, wie das so ist. Clownbringer ist spezialisiert auf Blitz und Feuer. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Kombi. Macht auf jeden Fall auch richtig Spaß. Der Zauberschuss, den spiele ich aktuell. Der ist auch ganz cool, aber es gibt halt für mich einen Kritikpunkt, es gibt gerade am Anfang noch wirklich sehr, sehr wenig Zauberei. Deswegen ist der Zauberschuss am Anfang noch nicht so spannend, kann ich euch jetzt schon mal sagen.
Der Grabspross, den habe ich auch ganz gerne gespielt. Ist halt ein typischer Nekro irgendwie, ne? In dem man halt Gegnern das Leben rauszieht, so blutmäßig, also blutrauschmäßig oder wie nennt man das? Leech-mäßig, wie bei Diablo, kann man da auch dann Leben dazu bekommen. Ist irgendwo auch ein bisschen tanky, habe ich das Gefühl, aber ist eigentlich ganz cool. Spurenhüter war meine Lieblingsklasse, bis jetzt zum Zauberschuss. Man hat halt diesen kleinen Pilz-Companion dabei und man kann halt auch, steht ja da mit Blizzard, ne? Man kann dann halt so Wirbelstürme machen, so Schneestürme und an sich ist das so eher so eine Art Jäger. Und der Berserker ist halt, witziges Wortspiel, haha, lustig, wir haben alle gelacht, ist halt der typische Nahkämpfer, der typische Angreifer eigentlich, wenn man so will. Und den Pestrufer, das ist halt DLC, das kann euch jetzt erstmal auch egal sein. Wir spielen ja hier die kostenlose Variante. So, ich bin jetzt einfach mal auf den Kiloman gegangen und hier sehen wir schon, wir können den Körper und die Persönlichkeit ändern. Und was ich bei Körpertyp ein bisschen schade finde, da steht jetzt nicht Frau und Mann. Oder wie es bei manch anderen Spielen der Fall ist, Typ A, Typ B, hier steht den da oder den hier. Ich verstehe nicht, warum den hier weiblich sein soll und den da halt männlich. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Aber ja, es ist halt so gewesen zu der Zeit, ganz weird. Körpergröße, das könnt ihr alles hier sehen. Also die Stimmen können wir ändern, wir können sogar die Stimmenlage ändern und wir können unser Pronomen ändern. Das finde ich allerdings sogar ziemlich cool, muss ich sagen. Denn wenn man sich halt nicht als er oder sie identifiziert, weil keine Ahnung warum, dann kann man hier Xing Shang Chong nehmen. Ist ja vollkommen okay, muss ich sagen. Ne? Also es geht ja. Ja, hier sowas wie Rüstungsdekoration. Dann kann man hier zum Beispiel das Rüstungsmuster ändern. Das ist dieses, ich kann es gar nicht so richtig sehen, also so richtig zeigen, ich zoome da mal ran. Das ist dieses Muster hier. Ja, ist jetzt nicht, also man sieht es halt kaum, ne? Und dann halt Primärfarben kann man ändern, man kann die Sekundärfarbe ändern, man kann halt noch die Territärfarbe ändern, wie man halt lustig ist. Das ist eigentlich ganz cool. Man kann, by the way, auch Farben sammeln im Spielverlauf und weitere Rüstungsmuster durch Quests oder indem man halt gut erkundet. Oder indem man halt auch, ja, es gibt halt so spezielle Herausforderungen, wie es auch schon bei Borderlands 3 oder 2 der Fall war, dass man auf einer bestimmten Map bestimmte Gegenstände sammeln kann. Und da kriegt man dann auch manchmal solche Belohnungen. So, das ist jetzt aber erstmal egal. Extreme Ästhetik habe ich tatsächlich nicht verstanden. Ich glaube, das ist, wie man eventuell auch läuft und so. Ich habe keine Ahnung, wie man sich halt gibt wahrscheinlich. Das habe ich tatsächlich nicht gecheckt. So, jetzt kommen wir schon zu den interessanten Sachen für die Charakterstellung. Wir können uns nämlich eine Vorgeschichte aussuchen. Ich würde entweder nach den Skills gehen unten, okay, das hier ist alles DLC-Kram, das interessiert uns nicht, oder aber nach denen, wie man sich halt wirklich so gibt. Wir spielen hier immerhin ein Pen and Paper eigentlich. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel vorhabt, ein Alchemist zu sein, ja, dann nehmt ihr einfach das. So, ohne irgendwie zu gucken, einfach mal so ein bisschen seinen Charakter freien Lauf lassen. Ich meine, es gibt hier nur fünf Dinger. Das ist ein bisschen wenig, muss ich sagen, aber es ist immerhin auch ein Borderlands-Game. Also so viel Tiefgründigkeit steckt da sowieso nicht drin. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es das halt gibt. Ich habe eigentlich fast immer Alchemist genommen, denn, surprise, ich heiße Gamer Alchemist. Und ich finde Alchemisten cool. Und ist jetzt aber natürlich auch nicht so geil für einen Chiromant, den ich jetzt eigentlich spielen möchte. Aber das ist egal, denn wir gehen jetzt einfach mal auf den Alchemist drauf. Und schon können wir hier sehen, was zum Beispiel für welche Klasse am besten geeignet ist. Das ist eine ziemlich coole Idee. Zum Beispiel Stärke ist gut für einen Chiromant und Geschicklichkeit. Die beiden, sag jetzt mal, die beiden Dark Souls-Klassen, ja, wenn man das so will. Und, oh, Weisheit auch anscheinend. Gut, interessant. Und man kann jetzt hier noch 10 Punkte vergeben. Das heißt, ich könnte jetzt hier 5 reinmachen und hier nochmal 5. Einfach damit die beiden, wo man auch nochmal ein bisschen, ne? Hier steht sogar Schurkenalchemist minus 2 Geschicklichkeit. Ach, weil ich das hab. Ja, weil ich Schurkenalchemist bin, genau. Ich könnte etwas halt anderes noch nehmen. Denn man kann auch einfach zurückgehen und dann gucken, okay, was gibt mir jetzt Stärke und Geschicklichkeit? Dann wäre eigentlich das hier ganz gut. Denn damit ist dann die Weisheit nicht angegriffen. Also müssten wir eigentlich von 11 mal erzogen werden, quasi. Und ja, das ist es dann halt. Dann können wir uns einen Namen eingeben und dann sehen wir uns gleich mal. Wir sind jetzt hier mit meinem Charakter aus dem Level 20er Bereich und hier erkläre ich jetzt euch mal ein bisschen die Karte oder beziehungsweise das ganze Konstrukt des Inventars, sage ich jetzt einfach mal, den ganzen Reiter und so. Und wir fangen halt mit der Karte mal an. Und hier gibt es natürlich, ne, die Schnellreisepunkte, die man so hat. Es gibt die Wonderlands Oberwelt. Es gibt den Prachthof, das ist quasi das Hub,
wo man halt schmieden kann, seine Sachen immer verkaufen kann und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich noch die lokale Reisestation, wo es auch Automaten gibt. Die gibt es ja am Anfang relativ wenig. Also man muss halt, es gibt auch relativ wenige Checkpoint-Punkte, wie man hier sieht. Jetzt, wo ich an so ein Checkpoint-Ding bin, kann ich immer wieder hier zurückgehen und meine Sachen verkaufen. Aber die gibt es halt wirklich relativ wenig, diese Automaten, was ich ein bisschen schade finde. Weil man kriegt ja wirklich sehr viel Loot hinterhergeworfen. Das ist ein bisschen blöd, aber an sich kann man damit jetzt mittlerweile schon ein bisschen besser arbeiten, wenn man halt sein Inventar erweitert. Das rate ich euch auch allen. Wenn ihr am Prachthof seid, erweitert immer euer Inventar. Denn ihr habt am Anfang nur 12 Plätze und ich habe mittlerweile 36 und das ist auf jeden Fall schon deutlich mehr. Und man merkt das auch. Dann gibt es hier bei Fortschritt quasi, ja, für die 100% in diesem Gebiet, was man hier sieht, Sachen zu sammeln. Es gibt zum Beispiel die Obelisken, es gibt Gedichtseiten, es gibt Glückswürfel. Diese Glückswürfel sind auch noch relativ wichtig, die erkläre ich aber auch noch später. Da gibt es noch Runenschalter, die erkläre ich auch noch alles später und so weiter und so fort. Verlorene Schusser und das kommt alles noch. Dann gehen wir jetzt weiter zum Tagebuch. Das sind hier die Missionen, die Nebenquests, abgeschlossene Quests. Also das kennt man ja aus jedem erdieklichen Rollenspiel. Jetzt kommen wir zu einer Sache, das sind Weltbuffs. Einmal gibt es Schreine, die findet man halt auf der Oberwelt, die gucken wir uns auch noch natürlich an, von Wonderlands und damit kriegt man halt konstante Buffs, wie man zum Beispiel oben links in der Ecke sieht. Ja, das ist rechts, ich bin dumm. Habe ich jetzt 10% Goldgewinn immer. Ich weiß allerdings nicht, ob man alle aktivieren kann, ich glaube aber schon. Das heißt, du kannst irgendwann diese ganzen Schreinbuffs da haben. Mit Mondkugeln, Beuteglück, kritischer Schaden und so weiter. Erfahrungsgewinn sogar auch. Und das ist ziemlich cool. Dafür muss man halt die Oberwelt ein bisschen erforschen. Dann gibt es noch Kampagnenherausforderungen. Hier sehen wir wieder die Glückswürfel. Von denen habe ich 68 gesammelt. Und bei den Glückswürfeln, bei den verlorenen Schussern, nicht nur bei den Glückswürfeln, ist es tatsächlich so, dass die charakterübergreifend sind. Das bedeutet, wenn ihr einen Glückswürfel schon mit einem Charakter gesammelt habt, dann ist er mit dem nächsten Charakter gar nicht mehr da. Das ist ähnlich wie bei den Badass-Ranks vom Teil 2 zu vergleichen. Und das bedeutet, wenn ihr so einen Glückswürfel sammelt, dann würfelt dieser Würfel halt von einer Zahl zwischen 1 und 20, wie man es halt bei einem Pen and Paper kennt. Wir sind ja immerhin noch bei einem Pen and Paper Game. Und je höher die Zahl ist, desto besser wird euer Glück immer mehr. Das heißt, ich habe jetzt 68 Würfel und wir werden gleich sehen, wie viel Beuteglück sich erhöht bei mir. Das ist allerdings nicht ganz so viel. Also, ne, ihr dürft nicht denken, wenn ihr jetzt dreimal eine 20 würfelt oder so, dass ihr dann übelst das Beuteglück kriegt. Das ist nicht gegeben. Ihr werdet auch sehr oft eventuell eine 5 würfeln oder eine 6 oder auch eine 1 manchmal. Also es wäre krass, wenn ihr immer eine 20 kriegen würdet. Dann wäre euer Beuteglück wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gut, aber das passiert wirklich selten. Ja, und verlorene Schusser und diese ganzen anderen Sachen hier unten, die sind dafür da, um die Stats, die Hauptstats zu verändern, wie Stärke, Geschick, Weisheit, Intelligenz, ne? Hier können wir nochmal die ganzen Schriftrollen uns alle anhören, ähnlich wie es bei Bioshock zum Beispiel ist, dass man sich da diese ganzen Audiologs anhören kann, die man halt gefunden hat. Ist ganz cool, aber braucht man jetzt nicht unbedingt. So, jetzt kommt das Herzstück, das Inventar. Und ja, ihr seht ganz viel Blau und Lila, ich weiß. Und hier ist es so, es gibt sehr viele Nahkampfwaffen. Ich habe jetzt hier die Metalllaute der Mythen, ist aus einer Quest. Ist ganz schön lustig, die Quest, aber die will ich nicht spoilern. Und was ich bei den Nahkampfwaffen schade finde, ist, man findet sehr, sehr viele, aber man sieht sie halt kaum. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal gucke und einen Nahkampfangriff mache, dann sieht das so aus. Man sieht die Waffe nicht mal richtig. Das ist der Nahkampfangriff. Du kannst die Waffe nicht in der Hand halten und zeigen. Das finde ich ist wirklich schlimm gemacht. Nicht cool. Ja, die Waffen hier natürlich, die kann man sich alle angucken, logischerweise. Das sind die Waffen, die Hauptwaffen. Aber was ich auch schade finde, ist, dass es sehr, sehr viele normale Schusswaffen gibt. Ja, das wird damit erklärt in Wonderlands im Sinne von, ja, es ist ja Tiny Tinas Pen and Paper. Also kann sie auch machen, was sie will. Und das stimmt im Prinzip ja auch. Aber ich hätte mir mehr Magie gewünscht. Und Magie gibt es auch hier unten zum Beispiel. Wenn ich das jetzt mal hier benutze, das hier ist auch Magie. Das gibt es auch, ja, cool. Aber es ist zu wenig Magie, finde ich. Es ist einfach zu wenig Magie für so ein Spiel. Ich würde mir, wenn es einen zweiten Teil geben würde, eigentlich fast nur magische Sachen wünschen und nicht nur Schusswaffen. Denn dafür gibt es die Borderlands-Reihe immerhin. Und
würde ich halt cooler finden. Ansonsten alles klassisch, ne? Es gibt Schilde, es gibt auch diese Artefakt-Dinger, sage ich jetzt einfach mal. Die heißen jetzt hier bloß anders. Es gibt Ringe auch, es gibt sogar zwei Slots für Ringe und es gibt noch ein Amulett später. Die verändern halt, wenn man hier zum Beispiel sieht, mehr Schaden, während du im Schluchzen Moder bist. Das ist halt ein Ort und so weiter und so fort. Also Fähigkeitsschaden auch. Das Ringe kennt man ja aus anderen Spielen auch. Muss man, glaube ich, jetzt nicht wirklich erklären. So, dann gehen wir zu den Skills und das kennen wir ja auch. Hier ist es so, dass das erste Level-Up, was ihr macht, einen Skill hier frei, also den hier mal freischaltet, den hier noch nicht. Der ist erstmal ab Level 7 da oder vielleicht ist es auch bei jedem Charakter unterschiedlich. Und dann halt noch einen Punkt hier bekommt. Und danach, ab jedem Level-Up, kriegt ihr immer nur einen Punkt. Manchmal gibt es hier auch so blaue Nummern, wie man sieht, mit der 2 oder hier die 5. Das bedeutet, ihr kriegt durch das hier, kriegt ihr dann zum Beispiel mehr ja, Fähigkeitspunkte für die Skills, ne? Das ist eigentlich ganz cool, weil eigentlich wäre der hier nur auf Stufe 2, aber durch den einen Perk, den ich da habe, ich nenne es jetzt einfach mal Perk, habe ich da schon auf Stufe 5 das hochgeskillt. Das ist ganz cool. Das ist schon nice. Ja, und an sich, was auch noch sehr wichtig zu wissen ist, ab Stufe 15 war es, glaube ich, so, dass ihr eine Hybridklasse machen könnt. Ich habe es nicht gemacht, ich konzentriere mich komplett auf den Sporenhüter, aber es gibt Hybridklassen. Das bedeutet, ihr könnt ab Stufe 15, zum Beispiel, wenn ihr jetzt Sporenhüter spielt, dann könnt ihr euch auch sagen, okay, gut, dann möchte ich ab Stufe 15 noch zusätzlich die Zauberschussklasse bekommen oder die Berserkerklasse. Und da könnt ihr zwei Skill Trees leveln. Das ist das Maximale der Gefühle, was ihr haben könnt, zwei Skill Trees. Aber mit der Hybridklasse könnt ihr dann halt mehr ein bisschen mehr rum experimentieren, weil ihr könnt nur bis Level 40 skillen und das wäre dann ein bisschen blöd, wenn ihr nicht eine Klasse irgendwie komplett habt. Aber das ist euch überlassen. Ihr könnt es dann machen, wie ihr wollt. Wenn ich jetzt hier auf Viereck drücke, komme ich zu den heroischen Attributen. Und das sind halt die normalen Attribute, wie man sie kennt, ne, die man halt skillen kann. Dafür gibt es auch für jedes Level-Up noch einen weiteren Skillpunkt. Und hier sieht man zum Beispiel beim Beuteglück, das ist das, was ich nämlich meine, vorhin, sieht man noch Glückswürfel-Beuteglück-Multiplikator 1,52. Ich weiß nicht, wie sich das errechnet. Ich habe das Gefühl, wenn ich zum Beispiel eine 20 würfe, dass man dann 0,20 dazu bekommt. Und ich habe 68 Würfel gewürfelt. Das bedeutet, ich habe sehr viele niedrige Zahlen auch gewürfelt. Also habe ich auch wirklich. Das heißt, zu dem Standpunkt, wo ich jetzt hier bin mit Level 20, könnte euer Beuteglück-Multiplikator höher sein. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass genau dadurch ein bisschen RNG kommt. Bedeutet, wenn ihr mit jemandem zusammenzockt, der auch gerade anfängt, aber sein Beuteglück dann irgendwann höher ist, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen verarscht. Also, ja, finde ich ein bisschen schade, aber an sich ist die Idee eigentlich ganz cool. Ich würde es so für jeden Charakter individuell machen. Würde ich besser finden. Jetzt als letztes noch der Mythos-Rang, den kann ich euch natürlich nicht ganz erklären, weil das Endgame-Content ist und das hier soll ja nicht fürs Endgame sein, aber ich versuche es trotzdem mal so gut es geht. Ich versuche auch ein Video dazu zu finden, damit ihr euch das mal ein bisschen anschauen könnt. Ihr habt halt quasi vier Skill-Trees, die in so einem Kreis angeordnet sind, mit 1, 2, 3 und 4 halt ausgestattet. Und ihr müsst halt oder ihr kriegt nach Level 40 immer wieder so eine Art Paragon-Punkt wie bei Diablo und den müsst ihr dann reihum immer einsetzen. Ihr müsst bei 1 anfangen, dann geht es bei 2 weiter, dann bei 3, bei 4 und dann wieder bei 1. Also ihr könnt immer nur einen Punkt in den jeweiligen Skilltree setzen und die ersten vier Punkte muss man in den ersten Skill setzen. Danach kann man ein bisschen variieren, aber an sich ist es. Ich weiß nicht, das System finde ich ein bisschen weird, ist nicht so meins. Es hat wirklich ein bisschen was von Diablo 3, wo man ja auch bei den Paragon-Punkten immer nur eine Sache auswählen konnte. Und das fand ich ein bisschen komisch. Das Paragon-System war echt nicht gut und hier ist das leider auch nicht der Fall. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Da hätte man was Komplexeres und was Cooleres draus machen können. So, ich zeige euch jetzt nochmal die Oberwelt von Wonderlands, denn die ist eigentlich relativ interessant. Ich fand die sehr cool. Hier starten wir zum Beispiel, ja, das ist jetzt meine Figur mit so einem riesigen Kopf. Und die Map sieht ungefähr so aus. Was ist denn das hier? Ah ja, genau, die Schreine, genau. Hier sind dann die Splitter. Zum Beispiel, das ist ein Schreinteil, damit wir dann das da reinsetzen können. Und das ist, ja, das ist eigentlich alles von dieser Map. Ich glaube, hier oben hat man angefangen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich glaube, hier war das. Ja, doch, genau. Und was kann man in der Oberwelt alles machen? Man kann ja halt die Schreine hier aktivieren, man kann ja auch Kisten öffnen. Das geht auch. Da kriegt man halt immer Gold raus, wenn es mal will. Und was auch sehr, sehr cool ist, hier könnt ihr auch in die nächsten Dungeons, hier ist zum Beispiel ein Dungeon, da könnt ihr dann einfach rein, also so ein Level, ne? Dann könnt ihr da einfach reingehen. Und hier im hohen Gras ist es so ähnlich wie ein Pokémon. Wenn ihr da jetzt reingeht, dann kann es passieren,
dass hier ein Gegner kommt. Da kommt schon einer. Und dann seid ihr in einer Art kleinem Gebiet, wo ihr dann gegen die Gegner kämpfen müsst. Ihr könnt auch Feuer angreifen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, hallo, mein kleiner Keimling. Oh, Alter, was habe ich denn hier für eine Waffe? Ja, und dann müsst ihr die Gegner alle besiegen. Ich hoffe, ihr habt bessere Waffen als ich hier, weil was ich hier an Waffen habe, ist irgendwie ein bisschen komisch. Keine Ahnung, warum ich die habe, aber egal. Und ja, wenn ihr die hier besiegt habt, dann gibt es Beute, dann gibt es Loot. Und das könnt ihr dann endlich lang machen. Also ihr seid nicht darauf angewiesen, Level unbedingt zu machen. Ihr könnt auch einfach das hier machen die ganze Zeit, um euch hoch zu skillen oder um Beute zu bekommen. Das ist eine coole Idee, muss ich sagen. Fand ich auch ganz witzig. Aber manchmal muss man da auch durchlaufen und dann will man vielleicht auch einfach die Story genießen. Dann nervt das dann schon. Deswegen macht das nicht zu oft. Nicht, dass es euch irgendwann auf den Sack geht, weil ihr müsst auch manchmal durch hohes Gras laufen. Und das wäre dann ein bisschen... Oh, ich habe noch Raketenwerfer. Ah ja, perfekt. So. Ja, das war es auch eigentlich schon, was ich hier erklären kann. Ihr könnt natürlich auch immer wieder euren Freund einladen, ne? Oben steht auch immer oben rechts in der Ecke, ob ihr kooperativ oder nicht seid. Das heißt, wenn die sich so abklatschen, dann heißt es, okay, der Loot ist kooperativ. Das ist ganz nice. Bedeutet, jeder kriegt seinen eigenen Loot. Und ja, Trophäen kann man sich anschauen, den Fotomodus. Optionen gibt es auch sehr, sehr viele, muss ich sagen. Ihr könnt die Splitscreen-Aufteilung sogar ändern. Das ist relativ selten. Also Splitscreen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Sichtfeld könnt ihr ändern. Ihr könnt super viel ändern. Sounds, die Steuerung könnt ihr auch nochmal, glaube ich, komplett anpassen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ihr könnt sogar die ganze Steuerung nochmal anpassen. Finde ich übrigens immer wichtig in Spielen. Und hier die Schwierigkeit. Es gibt ja leicht, mittel und schwer. Ich glaube, das habe ich am Anfang schon erklärt. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Und an sich war es das. Ja, ihr könnt hier sogar noch Crossplay aktivieren. Es gibt auch Crossplay. Sehr wichtig für manche. Und ja, falls ihr schon gehört habt, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen kann ich jetzt nicht weitermachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, ich habe das gestern schon mal aufgenommen, aber dann hat meine Erkältung leider gekickt. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich schon mal irgendwas vergessen habe, jetzt zu erzählen. Falls ja, lasst mich das bitte gerne wissen in den Kommentaren. Und da werde ich darauf versuchen, so gut wie möglich einzugehen. Wie gesagt, der ganze Endgame-Content, vielleicht kommt dazu auch nochmal ein Video. Da bin ich ja noch nicht drin. Aber das hier ist jetzt erstmal so dieses Anfangsding, wo ihr euch ein bisschen am Anfang noch so... Ne? Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Vergesst nicht zu liken, zu disliken oder natürlich auch ganz wichtig, vergesst nicht zu abonnieren. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Vergesst nicht, einen Kommentar noch reinzuschreiben, wie ihr es fandet und was euch gestört hat oder was euch noch gefehlt hat. Und wie findet ihr das Spiel? Ja, ist es ein gutes Extra-Game oder ist es das nicht? Würde mich auch mal sehr interessieren, wie die Community darauf so reagiert. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Haut rein und tschüss.